So, meine Lieben, und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Heute mal wieder etwas aus der heimischen Küche. Eigentlich wollte man das draußen kochen, aber erstens in der Mangelung an Feuerholz und mit Blick auf das Wetter haben wir das dann doch erstmal nach innen verlegt. Heute gibt es eine Paprikapfanne und danach noch für sparsame arme Leute, weil dann haben wir nicht viel für ausgegeben. Ich glaube, ich kriege sogar noch grob zusammen, was alles gekostet hat. Die kommen normalerweise so bei 69, 79 Cent an. Zwiebeln, nun gut, so ein 2-Kilo-Beutel sind bei 2,50 €. Und das waren jetzt drei Zwiebeln insgesamt, also nicht unbedingt die großen, das waren schon kleinere. Eine Packung Spitzpaprika, das ist jetzt noch nicht mal die Hälfte davon, das waren jetzt drei aus dem Beutel. Spitzpaprika, glaube ich, waren heute auch 1,50 € im Angebot. Dann Knoblauch und Jalapenos. Jalapenos, ein ganzes Glas in der Größe, auch so 89 Cent, glaube ich. Und den Knoblauch, was waren das? Vielleicht auch so 2 € für so drei ganze Knollen. Hier ist fast eine ganze Knolle drin. Pfeffer, weiß ich nicht, wie viel jetzt genau, aber habe ich auch schon ein paar Mal nachgefüllt, weil die Dinger könnt ihr schön aufschrauben. Und die Gewürzmischung, die war auf jeden Fall 49 Cent. Ja. Plus die Hälfte von einer Packung mit Rohschinkenwürfel, die jetzt gerade hier schön anfängt zu wurzeln. Das Erste, was wir reinmachen, ist sofort das. Die rohen Zutaten. Weil die roten Paprika, die brauchen nicht so lange. So. Kriegen wir alles zusammen. Da hauen wir auch schon direkt die anderen Sachen rein. Dafür lege ich euch sogar mal passend an die Seite. Flip. Einfach. Weil es sich mal angeboten hat. So. Alles einfach einmal schön anbraten. Zwischenzeit kann die Hitze ein bisschen reduziert werden. Jetzt kann auch schon langsam die flüssigere Paprika drauf. Ja, die nimmt jetzt die übermäßige Hitze weg, die wir sonst in der Pfanne hätten. Boah, das riecht jetzt schon sehr, sehr, sehr lecker. Vor allen Dingen jetzt ist Fleisch drin, ganz viel frisches Gemüse ist drin. Ja. Ich glaube, zur Sicherheit stellen wir das mal ein kleines bisschen höher. Ja, sagen wir so auf 6 von 9. Jetzt das Pfeffer. Einfach mal schön gemütlich reinpfeffern, wie in eure alte. Die muss man nämlich auch manchmal richtig schön reinpfeffern. Mit dem Pfeffer nicht sparsam sein. So, und jetzt ein kleines bisschen hiervon. Einfach ein Durcheinander. Nehmen wir jetzt ohne Löffel, wir schätzen so ein kleines bisschen. Nicht viel, aber genug. Da kommt gleich eine Wäscheklammer drauf, damit das zu bleibt. Schnell untermengen. Und jetzt müsste das eigentlich nur noch so ein bisschen garen. Können wir vielleicht so noch mal ein kleines bisschen höher drehen. Auf die 7. Damit könnt ihr dann entweder direkt so aus der Pfanne essen oder, wie gesagt, euch auf Wraps. Das wird jetzt wahrscheinlich bei uns gleich eine Ladung Wrap werden, weil
haben noch ein paar. Können wir schon mal schön belegen. So, ein Leckerchen. Und ja, es ist ganz wichtig, den Plastiklöffel in der Pfanne liegen zu lassen für ausgekochtes Mikroplastik, weil das gibt den extra Geschmack. Nein, Spaß. Mach das bitte nicht. Aber für den Rest müsst ihr mir nicht zuschauen, weil ihr habt eine leckere Paprikapfanne mit Jalapenos und anderen gesunden Zutaten. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ihr wollt, erweitert das so auf ein bisschen gebratene Nudeln. Da er jetzt sagt, so Salz haben wir zwar schon genug von den Speckwürfeln, die wir reingehauen haben, aber ein kleiner Schluck Sojasauce, ein bisschen Reis oder diese angebratenen Nudeln und dann vielleicht noch ein kleines Ei da reinhauen. Ich bin eine asiatische Idee. Ich glaube, das probieren wir als nächstes Mal. Aber während wir dem jetzt hier noch so ein bisschen Hitze geben, sind wir eigentlich innerhalb von keinen 10 Minuten fertig mit Essen, weil das könntet ihr jetzt schon anfangen zu mampfen. Ich warte noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen nachwürzen, nach Geschmack. Ein Schluck Maggi zum Beispiel. Aber habt ihr was zu mampfen? In keinen 10 Minuten. Also für das arbeitende, sparsame Volk, so wie mich, passt das ja. Ein Leckerchen. And you have a good one.